Vielleicht noch 1922 bin ich in den Arbeitersportverein Fichte eingetreten und die nachfolgenden Jahre, wir haben zweimal in der Woche geturnt, haben dort auch den Einfluss ausgeübt. Naja, dazu, meine Schwester war auch in Fichte und da bin ich dann auch eingetreten. Ich war dann in meiner Klasse der Einzige. War nicht, das waren ja meistens so reaktionäre Lehrer, da der hatte mit Fichte nichts im Sinn gehabt. Und hier in Fichte, da fühlte ich mich wohl. Das war schön als Kind, dort mit anderen, die im ähnlichen Alter waren, zusammen zu sein, zu turnen. Sonntags hatten wir manchmal so Ausflüge gemacht in die nähere Umgebung Berlins. Da fühlte man sich eben geborgen, beziehungsweise im Kreis von Gleichaltrigen unter guter Leitung von Älteren, die uns auf viele Dinge, wenn wir wanderten, hingewiesen haben. Nicht? Und das war etwas, was einen so besonders auch beeindruckte. Arbeitersportbewegung, die ist ja schon im vorhergehenden Jahrhundert gegründet worden, als Gegenorganisation gegen die bürgerliche Sportbewegung oder Turnbewegung, die ins Chauvinistische ging. Und aus dieser Zeit ist auch die Bildung der Arbeitersportbewegung entstanden.